Was geht, meine Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf Minecraft Matrix. Und es sind sehr komische Dinge auf jeden Fall geplant, glaube ich. Wooly ist da! Wooly ist da! Wooly ist da! Hallo? Kiro? Hanlink? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo, Wooly? Wooly, hörst du uns? Seid ihr da oben drin? Wir sind da oben drin, kannst du mich hören? Was macht ihr da? Bro, das ist eine ganz komische Geschichte. Hanlink, bist du da? Du bist, glaube ich, gemutet. Nein, ich bin nicht mehr gemutet, Kiro. Ja, Wooly sollte jetzt jeden Moment kommen. Ja, Wooly, da gibt's einen Knopf. Hoffentlich befreien. Ist Wooly schon da? Wooly ist da unten, da gibt's einen Knopf. Da gibt's einen Knopf. Ich muss mich gerade gegen Monster verteidigen. Wo? Da oben? Da ist ein Knopf, da steht Befreiung. Ich glaube, du kannst uns da befreien. Da ist so ein Command-Block. Drück den mal an. Wieso sollte ich das machen? Also, ihr denkt doch, ich bin ein Hacker, aber ich bin jetzt tot. Tschüss. Hä? Was macht der? Was stimmt mich mit ihm? Also, hat er sich jetzt mit Absicht killen lassen oder was war das jetzt gerade? Ich glaube auch. Was ehrlich? Hallo, da bin ich wieder. Ja, Bro, jetzt komm, befrei uns! Was soll das? Hier, warte, aber ich werf dir Blöcke runter. Hier. Ja, safe, hier ist was zu essen. Ich werf dir auch Glowstone das runter. Wieso solltest du, Bro? Wir können uns nicht weiterspielen, Mann. Bro, wir wollen das Projekt doch zu dritt durchziehen. Bitte, Mann. Ja, aber wenn ich der Hacker bin, warum sollte ich euch dann befreien, hä? Ja, okay, es tut mir leid, Bro. Es tut mir leid, dass wir das Bro, so haben. Okay. Also, guck, objektiv betrachtet kam es halt ein bisschen komisch rüber, aber ich glaube, nach dem letzten Event, was Hanlink und mir passiert ist, ohne dass du da warst, Bro, du kannst nicht der Hacker sein. Ja, wir wurden reingeportet in dieses komische Rätsel, in dieses Maze und du warst nicht mal online, du warst ja nicht mal auf Discord, du warst nicht mal am PC, du bist schlafen gegangen, Bro. Wir haben richtig davor gechillt. Und wir sind jetzt hier einfach drin reingeportet worden, also du kannst gar nichts damit zu tun haben. Das ist irgendwas anderes. Jetzt hol uns raus, Wooly. Ich bin dir befreien, ich krieg Platzangst, Hilfe, lass mich raus. Was geht, Freunde, Tag 2 von Bedrock Kasten. Das ist wirklich Tag 2 von Bedrock Kasten. Anna, was passiert jetzt eigentlich, fallen wir jetzt wohl runter? Ich weiß es nicht. Okay, Wooly, drück den Knopf. Bitte drück den Button. Komm schon. Bitte. Du bist fast da. Gerade. Du kannst erreichen. Ja, drück. Drück. Ich wette, wir fallen einfach runter. Wooly, drück doch. Jetzt drück den Kasten. Ja, okay. Oh mein Gott. Ah. Geil. Wir sind einfach raus. Bro, haben wir jetzt... Also danke, Wooly, aber haben wir jetzt in unserer Welt die ganze Zeit diesen Bedrock-Kasten da rumstehen? Ganz toll. Ganz toll. So. Können wir irgendwie schlafen gehen oder so? Das ist halt. Ja, lass mal fremd gehen kurz. Ernsthaft? Ich besieg die mal kurz hier. So, zack, zack. Bro, wir müssen aber hier gleich mal quatschen. Monster waren nearby. Jetzt schon, komm schon. Easy. Guten Morgen. Ja, geht mal weg, ihr blöden Zombies, Mann. Ihr stört mein Dojo! Digga, was laber ich eigentlich? Oh, wir sind endlich frei, wir können weitermachen, Mann! Wooly, hast du immer noch Jump Boost? Ich hab keinen Jump Boost mehr, aber dafür Hungereffekt. Ah, cool. Hier, ich kann dir ein bisschen Fleisch geben. Dankeschön. Ey! Digga! Fleisch wieder. Nee! Pause jetzt. Weg damit. Das reicht jetzt hier. So, nimm hier von dem dämlichen Schaf einfach das Fleisch, Mann. So. Reicht doch jetzt hier. Okay. Wer hat das jetzt dann aber alles gemacht? Ja. Bro, wenn ich das objektiv betrachte. Im letzten Video haben die Leute EK für die Kommentare geschrieben, Bro. Ich weiß zwar nicht, was sie damit meinten, aber EK. Das ist sinnlos irgendwie. Ich kenne niemanden, der so heißt. Also, ja, es ist weder Wooly. Wooly hat keine Konsolenzugriffe oder OP. Du hast irgendwie, auch wenn es dein Server ist, keinen OP. Ich bin halt auch einfach ein ganz normaler Spieler. Also, wer steuert das alles? Scheinbar hat uns irgendjemand hier hat mich irgendjemand aus der Konsole rausgekickt und ist jetzt einfach Operator und ich nicht mehr. Digga, aber jemand hat deinen Server geklaut. Kontaktier mal bitte den Support. Das geht gar nicht fit. Vor allem, warum sollte sowas passieren? Also, was bringt es demjenigen? Bro, macht halt Retalk gar keinen Sinn. Du bist auch wirklich
ich geistig. Bro, lass meine auf mein Haus treten. Das hat ein Creeper letztens gesprengt. Bro. Trotzdem ist es immer noch zu sagen. Wir haben aber andere Sorgen. Hallo, wir haben andere Sorgen, Wolle Junge. Jetzt, Wolle ist jetzt verboten, Bro. Ja, Wolle ist verboten. Wolle ist verboten. Ja, und ach so, ja, okay. Da, Bro, wer ist das? Wer ist das? Was? Wo, wie? Was? Bro, guck doch mal, wer ist das? Hallo? Hallo? Bro, bleib bitte einen Schritt zurück. Was mache ich hier? Wo kommst du? Wer bist du? Was machst du hier, Bro? Was machst du auf meinem Server? Ey, bleib mal stehen jetzt hier. Ist das, hä? Ist das der bist Typ, du? Der sich hier Bro, du, das ist der Hacker. Okay, pause. Bist du das, Bro? Das warte ist mal, der Hacker. Wer soll ich sein? Bro, hä? Das ist ihr der Hacker. Ihr habt genauso Mann. Blaue Augen, ihr beide. Es ist der Hacker, Bro. Warte, bitte. Bro, er ist genauso vom Himmel gerade gefallen. Das habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen. Moment, Leute. Warte mal, ganz kurz. Also, ich kann euch mal erzählen, was bei mir passiert ist. Weiß ich, ich habe auf einmal so ein Flimmern gehabt und dann bin ich auf einmal oben irgendwo runtergefallen. Aha. Und dann bin ich hier gelandet bei euch. Ich komm. Ja, das Flimmern war sein Code, als er uns gehackt hat. Ja, also Bro, Real Talk, Mann, Alter. Ich war gerade in meinem Haus. Ist schon krass, wie du das gemacht hast. Was für ein Haus? Was für ein Haus? Ist krass, wie du das mit dem Hacken gemacht hast. Stopp. Wie hast du das gemacht? Hast du mein E-Mail-Passwort herausgefunden oder so? Was denn für ein E-Mail? Warte mal. Von meinem Server hier, wo wir drauf sind. Was denn für ein Server? Was meinst du mit Server? Oh, wer bist du denn jetzt überhaupt? Nenn mir deinen Namen. Der Bro ist ich noch bin, mehr nenn mir erstmal deinen Namen. Wer bist denn du überhaupt? Bro, du bist nicht in der Situation, jetzt Forderungen zu stellen, glaube ich. Wir haben alle Schwerter. Gib uns deine Hose! Ja, er mit deiner Hose, Alter! Mit, Junge! Warum verfolgen wir ihn einfach? Sollen wir uns nicht einfach hinstellen und unterhalten, wie normale Menschen? Warte ja, keine Ahnung, er haut doch ab! Mann! Hallo? Warte mal! Bleib hier! Wir wollen nix. Doch nur deinen Namen! Lass mal wie heißt warte. Du? Wir können uns hinsetzen. Ich hab... Boah, er klaut deine Sachen! Ey, yo! Boah, jetzt bleib doch stehen! Bleib doch stehen! Ich hab eine Axt, hey! Warte, zurück. Ich mach uns Stühle, dann können wir uns... Ich hab ein Schwert, Freundchen. Okay, wir beruhigen uns. Bulli, beruhig dich. Arnlink macht Stühle, wir setzen uns gleich hin und diskutieren das aus. Ja, wir machen jetzt einen Stuhlkreis. Der Typ hat selbst Steuern hinterzogen und ist auf der Flucht. So. Junge, was? Okay. Ich kann mich nicht setzen. Hallo, lieber Spieler, geht wir setzen uns mehr. Jetzt alle auf den Stuhl. Ey! Was soll das denn? Er klaut den Stuhl! Willst du dich so... Du kannst dich ja, ich würde lieber auf sichere... Ja, dann bleib da. Aber der kann nicht mal auf dem Stuhl sitzen. Ja, können wir auch nicht. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Ey! Warum hast du nicht einfach die normalen Stühle gemacht? Hä? Ich weiß nicht, wie man die normalen Stühle... Ja, egal, anderes Thema. Okay. Jeder mit dem Chicken, mit dem Redechicken darf reden. Okay, du darfst als Erster reden mit dem Redechicken. Aber was wird denn von mir hören? Also ich weiß noch nicht mal, wie ich hier gelandet bin. Name, Adresse und wie viele Hosen besitzt du? Also es kommt mir langsam so vor, als hättet ihr irgendwie es geschafft, mich hier herzubringen. Ich weiß nicht, warum ich hier gelandet bin. Was soll das? Du bist doch hier. Wir haben damit rein gar nichts zu tun, ja. Du bist doch in unserer Welt, Bro, hä? Sag jetzt mal deinen Namen. Wie heißt du, Bro? Ich bin nicht freiwillig hier. Ja, wir auch nicht. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Bro, das soll er uns sagen. Wie heißt du denn? Sag mal deinen Namen. Ja. Mein Name? Aber sag mir erstmal euren Namen. Ich meine, ihr habt jetzt vergeht, stell keine Gegenfragen. Ich heiße Alfredo. Uli, entspann dich. Böser Kopf, du bist böser Kopf. Und Kiwi. ich bin Arnlink. Mein Name ist Arnlink. Arnlink, okay. Bulli. Jo. Bulli. Thomas. Hi, Thomas. Er heißt Kiro. Kiro, hallo. Mein Name ist Luke. Freut mich sehr, euch kennenzulernen. Aber könnt ihr mich bitte wieder zurückbringen? Wohin zurück? Bring du uns erstmal zurück. Wir wollen zurück zu unserer alten Welt, die du uns genommen hast. Ich wurde doch hierher gebracht. Was ist da auf deinem Rücken drauf eigentlich? Was? Das geht dich gar nichts an. Was ist das für ein Code, Bro? Ist das so Bro, privat, das ist oder was? Ist das so privat? Ist das irgendwie so ein Gang oder so? Okay, Moment. Er ist Gangmitglied. Oh, Moment, ich hab das Redechicken aufgegessen, sorry. Was? Ey! Er hat das Redechicken aufgegessen! Oh. Stimmt, wir haben uns gerade abgewechselt. Egal, scheiß auf Redechicken, ich sag's selber. Jetzt, ich will noch mal ganz genau wissen, was ist passiert, bevor du vom Himmel gefallen bist? Ich war in meinem Haus, ich war in der Mine Main, bin hochgelaufen, wollte einfach schlafen, weil es Nacht geworden war, weil die ganzen Monster aufgetaucht sind, bin dann vom Bett gefallen und dann komischerweise hat es geflackert und dann bin ich weiß nicht warum, aber auf einmal hier runtergefallen. Ja, da sind wir auch runtergefallen. Moment, warum sind denn bei euch hier, warum schwebt denn bei euch
Das ist eine andere Geschichte, die du uns gerne erzählen kannst. Das ist eine lange Geschichte und wir wissen die Antwort auch noch nicht. Du solltest eigentlich davon am besten die Antwort. Vielleicht weiß er ja die Antwort. Moment, Mann, was sind das für ein... Also es ist schon sehr, sehr komisch. Ja, das wollten wir dich ja auch fragen. Hey, es passieren Juli, die ganze Zeit ganz komische Dinge in dieser Welt. Und plötzlich bist du hier. Was passiert, wenn ich den Knopf nochmal drücke? Warte mal. Oh mein Gott. Mach mal. Was passiert, wenn ich den nochmal drücke? Spawnen die Dinger dann vielleicht? Luke ist weg. Wo ist Luke hin? Was? Wo ist er? Er ist weggelaufen. Ich hab mich... Hä? Er klaut wieder. Ey! Oh, warte, sorry, ich hab... Ja, hast es wieder. Jetzt. Luke soll mal nicht so hastig machen hier. Drück mal. Boom. Oha, what? Er wurde wirklich da wieder hin teleportiert. Es teleportiert immer nur uns beide. Was soll das? Was ist das denn für ein Quatsch? Warte mal. Soll ich mal drücken? Drück du nochmal. Bro macht sich hier ganze Ausrüstung. Ja, und das alles aus deinen Items, will ich nur mal so gesagt haben. Ich hab noch Müll-Items. Kann ja ruhig alles mehr. Jetzt drückt Wooly gleich nochmal den Knopf. Warte. Werden wir. Hä? Was soll das? Niemand anderes geportet. Was soll das? Warte mal, das heißt, wir haben jederzeit, wenn wir Wooly per SMS anfunken. Er macht sich Waffen. Das ist sein Plan. Ey, yo. Warte mal, was? Bro, mein Iron ist frech. Du kommst hierher, klaust alle Sachen. Er hat goldene Karotten! Apfel! Er hat einfach goldene Karotten! Back off. Ich kann kein Englisch, was heißt das? Warte mal. Die goldenen Karotten, die habe ich in Hanings Truhe gefunden. Stop the cap! Das ist gar nichts, was für Gold? Ich habe gar kein Gold, ich habe gar keine Karotten. Hey, Moment, okay, warte mal, lass uns kurz ruhig bleiben. Ich gebe zu, ich habe hier ein paar Sachen von euch rausgenommen aus dieser Truhe hier. Also ich habe mich hier aus dieser Truhe, ich gebe zu, Eisen genommen, das habe ich auch schon wieder Wooly zurückgegeben und hier gab es auch zwei goldene Karotten drin. Wenn du es zurückgegeben hast, woher hast du dann Eisen für Schild und Schwert? Bro, ja, das habe ich einfach nur genommen. Ihr habt mich mit Waffen bedroht, ich will mich einfach nur verteidigen. Ja, du bist ja auch auf unserem Server einfach drauf. Bro, jetzt guck mal, rein objektiv betrachtet. Was denn für eine IP? Ja, die IP von unserem Server? Was für ein Server, was meint ihr denn? Ja, oh, jetzt verkauft ihr uns wirklich für dumm. Die Welt. Du gibst eine Zahlenreihenfolge ein mit Punkt und Punkt und Zahl. Das brauchst du ihm doch nicht erklären, Mann. Und dann kommst du hier auf den Server, jetzt tu mal nicht so rum. Vielleicht kennt er den Begriff Server einfach nicht. Ja, die Welt. Ach so. Oder hast du keine Freunde und hackst dich einfach auf Server oder was? Ich verstehe jetzt tatsächlich nicht, wovon ihr redet. Yeah. Ja, komm, schau. Warum bist du jetzt hier nicht rum, Mann? Warum bist du jetzt hier? Kannst du mir das sagen? Das würde ich selber gern wissen. Ich würde gerne wieder von hier verschwinden. Wo warst du denn vorher? Nee, ist doch nett, wo warst Alter, du denn vorher? Nicht? Deshalb kann ich euch gerne noch mehr erklären. Vorher war ich in meiner Mine, hab nach Erzen gesucht, bin wieder nach oben gelaufen. Hör doch mal zu. Und bin dann vom Bett oder sowas gefallen. Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Einfach seine Auswahl in den Backrooms, aber kannst du mir kurz sagen, woher du jetzt kommst? Nee, Spaß. Was? Ja. Hä? Du bist aus dem Himmel gestürzt, so wie wir hier auch gelandet sind. Also aber ich muss euch trotzdem. Bis jetzt ist es einfach das Normalste, was auf dem Server hier bis jetzt passiert ist. Also, aber wir haben davor noch nie was mit Luke zu tun gehabt, also. Und du hast doch auch auf keinen Command-Block rumgehämmert, denke ich mal, oder? Was ich gerne wissen würde, das einzige Bedrock, was ich in meinem Leben bisher gesehen habe, war das fast am ganz unten in der Erde drin. Warum schwebt es bei euch im Himmel? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hast du noch nie Kreativmodus gespielt, Mann? What? Das macht gar keinen Sinn, was du redest. Hä? Ich würde mal behaupten, dass du am besten davon wissen solltest, was hier gerade alles eigentlich passiert bei uns. Da bin ich der Überzeugung. Ja, kann gut sein. Aber du willst nicht reden, also dann rede halt nicht. Ja, dann ist mir das auch egal. Dann sei ich hier auf dem Server, Alter. Klau nicht, grief nicht, ja. Von mir aus sei willkommen nicht. Und so. Du kannst hier ein Haus irgendwo hinbauen oder sowas. Hier, da ist ein Platz bei den Bäumchen da. Richtig. Okay. Ja, danke fürs Willkommen heißen. Ich würde trotzdem gerne zurück in meine Welt irgendwie. Ja, dann geh. Dann geh. Aber wie denn? Bro, das ist die einzige Mission, wenn wir die Glauben schenken sollten, die uns verbindet. Weil wir wollen auch zu unserer Welt wieder zurück, zu unserem Backup, weil hier war eigentlich, wir waren richtig weit eigentlich schon hier. Ja, wir müssen wieder von vorne anfangen. Nein, das ist nicht unsere Welt. Also ihr wurdet auch weggeglitscht oder was? Ja, wir wurden auch was in der Art, ja.
Aber dann hört sich doch gar nicht so abwegig an, was ich erzählt habe. Warum habt ihr mir nicht geglaubt? Weil du hast nicht erlebt, was wir erlebt haben. Du hast in unserer Welt davor halt nicht gespielt. Also warum? Wir kennen dich halt nicht. Wir haben zu dritt in der Welt gespielt. Wir haben zu dritt ein Projekt gestartet. Ja. Und wollten das alles aufnehmen und spielen und Spaß haben und den Leuten ein bisschen Unterhaltung geben und alles drum und dran. Leuten und was, wovon redet ihr denn die ganze Zeit? Lebst du hinter den Bergen oder was? Spielt Minecraft, aber kennt die Plattform YouTube nicht, das ist krass. Das ist wirklich strange. Ey, Freunde, guck mal. Der baut schon einen. Der hat einen schon, aber wieso? Wieso baut der Villager-Haus? Der baut ein Villager-Haus, Mann. Normale Leute gehen. Stimmt nicht mit dem. Normale Leute gehen so auf aufs Pinterest und gucken so, was für Häuser schön ist. Der Brille von Hintern inspirieren. Das ist gerade sogar die Fackeln da vorne und das gleiche strippt Holz. Alter, wieso dann macht der sowas? Soll er einfach ins Dorf gehen oder so? Das ist so weird. Bro, was ist jetzt? Was war das? Warum sind die Bedrock-Kästen weg, Mann? Da schwebt nur noch so eine Bedrock-Wand. Hä? Was ist jetzt? Was ist das für ein Zeichen? Soll das bedeuten? Ja. Ja, das Geräusch. Guck mal hier, diese Bedrock-Kästen sind weg. Da ist nur so eine Wand übrig geblieben. Soll das jetzt mit der Wand da darstellen? Soll das irgendwie Among Us sein? Und wieso, okay. Wieso passiert das eigentlich, seitdem du jetzt auch hier bist? Ja. Moment. Davor passiert. Ich weiß, davor sind auch schon Dinge passiert. Aber wieso verschwindet es jetzt, wo du dein Villager-Haus da baust. Ja, und warum, wo wir alleine hier waren, sind wir in dieses Ding reingefordert worden. Also sorry, es passiert durchgehend. Aber wir haben jetzt die Dorfmitte damit abgegrenzt. Ja, I guess, wir können, also wenn das jetzt... Moment. Vielleicht verschwindet das ja auch. Hat jemand von euch eine Enderperle oder sowas? Nee. Warum? Ja, vielleicht können wir uns ja durch dieses Fensterloch irgendwie... Weiß ich nicht. Also ist das ein Portal jetzt oder was? Weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Sieht so aus. Ja, safe haben wir irgendwo noch einen Enderperl. Hab ich jetzt noch nie in Minecraft gesehen, dass das ein Portal ist. Also, ey. Also ich habe auch noch nie in meinem Leben in einer Welt schwebende Bedrock-Blöcke gesehen. Also es muss auf jeden Fall einen tieferen Sinn haben, wieso das hier jetzt rumschwebt. Ja. Ach du, da kommt Zombies. War das meine Zelle oder deine Zelle? Das war meine, oder? Bro, ich habe keine Ahnung. Aber auch der Holzturm, den wir gebaut haben, ist auch plötzlich weg. Der ist auch weg, stimmt. Soll mir das vielleicht irgendwas sagen? Alles weg. Also ist das vielleicht irgendwie eine Challenge für mich oder so? Warte mal, soll ich mich mal da... Krabbel da mal durch mit Trapdoors oder so. Ja, genau. Vielleicht versuch das mal. Ich hab sogar Trapdoors, okay. Ey, Bulli, komm mal her, Ja. Weil ich das versucht habe, mich da durchzuglitschen letztes Mal. Ich werde mal Luke so ein bisschen beobachten. Vielleicht ist das Challenge für mich. Aber sehr vorsichtig. Ich vertraue Luke einfach nicht. Ich auch. Bro, das ist so komisch. Was macht er hier? Warum ist er hier? Ja, das macht halt gar keinen Sinn, wo er auf einmal herkommt. Wie er da auch die ganze Zeit hochguckt. Ja. Yeah. Es kommt so rüber, als wüsste er, was hier passiert. Guck mal, er hat auch in der Villager. Er hat auch so eine Tür, die in Villager-Häusern auch verbraucht sind. Benutzt. Rani, geh durch. Was ist? Gar nichts, es passiert nichts. Das ist kein Portal, Bro. Das ist einfach nur ein Loch in Bedrock. Es passiert Bro, der spielt wie so ein NPC, Digga. Der kommt hier in die Welt und baut einfach so random, Digga. Cool. Er redet auch nicht mit uns, nur wenn wir ihn ansprechen. Bro, das ist echt sketchy. Die kleinsten Bäume ab. Das ist so sketchy. Alles gut bei euch? Natürlich. Ja. Wieso? Mach ruhig weiter mit deinem Hausbau. Sieht toll aus. Danke. Wird das noch größer, das Haus? Oder soll das so klein bleiben? Warum brauchst du ein größeres Haus? So ein riesen Keller rein, oder was? So, weiß ich nicht. So irgendwie so eine Küche oder was? Was baust du denn jetzt? Mein Haus. Warum hast du hier... Uli, was stellst du für dumme Fragen? Ja, aber... Das ist so groß. Lass mich mal kurz raten. Ich glaube, ich kann wahr sagen, ich bin so ein kleiner Zauberer. Lass mich raten, du stellst hier neben deinem Bett so eine Kiste hin. Oder eine Treppe. Eine Kiste, war das der Plan?
Also mal ganz ehrlich, wer stellt denn nicht in sein Haus eine Kiste rein? Was sind das aber genau hierhin. Hierhin, oder? Hier willst du es hinstellen, oder? Kann das sein? Freunde, was stimmt hier nicht? Was stimmt mit Luke nicht? Wer ist er? Woher kommt der? Was passiert hier gerade eigentlich? Ach, hier in die Ecke, okay. Wenn ihr da irgendwelche Theorien habt, schreibt es mal in die Kommentare und warum das hier auch so da geblieben ist. Hast du das so dir selber ausgedacht? Oder hast du irgendwie so auf Pinterest oder so? Ey, also... Was ist denn Pinterest? Ja, das ist so eine App. Ich gehe jetzt. Mir reicht das jetzt hier. Wie du gehst. Ja, ich gehe offline. Ich ihn jetzt hier einfach. Mein Kopf tut weh. Ja, soll er halt hier bleiben? Keine Ahnung. Wir können ihn eh nicht bannen. Was sollen wir tun? Oh, keine Ahnung. So ein Haus. Soll ich ihn fragen, ob er. Soll ich ihn fragen, ob er. Nix. Soll ich ihn fragen, ob er Instagram? Luke, kennst du Instagram? Was für ein Gramm? Instagram. Instagram. Nein, Instagram. Instaschwamm. Bilder und so, weißt du? Ja, also ich habe das Gefühl, MySpace? Ich würde mich hier so ein bisschen veräppeln. Nee, Samsung. Also Retalk, bitte findet irgendwas über ihn heraus. Ich gehe jetzt nämlich offline, Digga, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich guck mal morgen rein, was er vielleicht hier gebaut hat oder so, oder was mit diesem Bedrock-Kasten auf sich hat. Ich warte jetzt auch auf die Antworten in den Kommentaren, ob die irgendwelche Theorien haben dazu. Ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eine Theorie habt, was das schon so wieder komisch soll. Ja, ich gehe jetzt. Tschüss. Ey, Freunde, wirklich. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, deswegen schreibt es bitte in die Kommentare. Lasst einen dicken Like da, abonniert, um nichts mehr zu verpassen und verprügelt diese Glocke, Alter.